Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie ganz, ganz herzlich die Musikkapelle St. Georg am Walde, Obfrau Elisabeth Schackenhofer, Kapellmeister Markus Grudel und Stabführer Steffen Hofer. Begrüßen Sie ganz, ganz herzlich die Mühlviertler Almregion Bad Zell, Eva Kröphofer und Michaela Mühlenner, nicht die Bauernbrot. Bauernbrot aus roten Weizenmehl mit Sauerteig. Früher wurde in vielen Hausmühlen das Getreide gemahlen. Jedes dritte, vierte Haus war eine Mühle. Besonders in der kargen Landschaft der Mühlviertler Alm war und ist der Getreideanbau hart. Geringe Ernte als in Gunstlagen, trotzdem ist das Getreide ein lebenswichtiger Rohstoff, aus dem man vielfältige Produkte hat. Und da weiß man. Speck ist das große Schlagwort. Auf dem Wagen ist zu sehen Fleischschaffel, ein Sölkschrank, ein Senkwagen, auf dem die Fleischrenker aufgehängt sind und so sehr ich gehoben werden. Im hinteren Teil des Wagens sieht aus wie eine Familie, eine Speckjause mit Wurst und Bauerbrot. Speckherstellung früher, eine hölzerne Fleischbank mit Hackbrett. Die nächste Mühlviertler-Region. Sagt Leonhard. Butterrühren ist das große Schlagwort. Milch und Butter sind grundlegendste Nahrungsmittel natürlich auf der Welt. Frisch gemolkene Kuhmilch wird dabei in einer Zentrifuge gegeben, und sogenannter Separator. Durch das Schleudern wird die Milch in Rahm- und Magermilch getrennt, in der es gesammelt wird. Die Vielfalt der Nektare der verschiedenen Pflanzen gibt einen Reichtum bis zu 200 verschiedenen Inhaltsstoffen, wie Frucht- und Traubenzucker, Pollenmineralstoffe und Aromastoffe. Einfach gesund, rundum gesund. So, jetzt kommen die Hausherren. St. Georg am Walde. Sie haben sich das Motto Kochen ausgesucht. Auf den nächsten Wagen wird gekocht. Das Kochen gehört zu den ältesten und wichtigsten Kulturtechniken der Menschen. Herbstzeit ist Apfelzeit. Typische Freitagsgerichte, hausgemachter Apfelstrudel, Äpfel aus dem eigenen Garten. Dazu Kakao, Tee und Kaffee. Das sieht gut aus. Dafür ist natürlich in dem Fall der Brandgemeinde Möchdorf. Möchdorf hat sich als Motto den Most ausgesucht. Der Most ist die oberösterreichische Landessäure. Die oberösterreichische Landessäure ist ein typisches Getränk unserer Region. Apfel und Birnen von Streuobstwiesen werden gesammelt und gepresst. Bei einer Most 65 Liter benötigt man ca. 120 Kilo Obst, vorwiegend Mischobst, seltener reiner Äpfel oder Birnenmost. Und doch spüren wir es dann bei der Harnsäure. Begrüßen Sie mit uns nun Königswiesen. Die
Die haben sich die Schnapsbrennerei ausgesucht. Am ersten Hahnhänger ist eine Schnapsbrennerei aufgebaut, traditionell, wo die früher Schnaps aus Korn, Rock, Kernobst, Apfelbirnen und Steinobst, Zwetschgen und Pflaumen gebrannt. Die Ausbeute aus den einzelnen Sorten ist verschieden. Aus 100 Kilogramm Roggen können ca. 24 Liter Alkohol, 100%iger Alkohol. Und wiederum ist es uns gelungen, aus Alkohol Dampf zu erzeugen. Bei Kernobst wird der Ausbeutesatz von 3% berechnet, Steinobst mit 5,5%. Das Schnapsbrennen ist beim Zollamt zu melden und wird auch durch dieses kontrolliert. Auf den Wegen kann man das Dengeln mit einem alten Dengelstock und das Fetzen am Wagen beobachten. Der Wagen ist mit Sensen verschiedener Größen geschmückt. Natürlich braucht man zum Grasernten auch Gabeln und Rechen. Das Sensenmähen ist eine sehr alte Tradition, die die Landjugend wieder aufleben lässt. Mit jährlichen Bewerben auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene wird die Tradition zu einem sehr anstrengenden Sport. Also ich habe da gerade einen Spezialisten, ich habe da einen Spezialisten schnell, wir haben gerade gesagt, den Tank im Blor rein. Nein, nichts, du kannst weiter tangeln. Ja, kannst weiter. Ja, und außer tangeln. Marcel! Wolfspinnen, Alpakas auf dem Hof. Gibt es derzeit 21 Alpakas, nennt man das, gell? Ja. Begonnen wurde 2009 mit zwei trächtigen Stuten, gell? Da sind's Alpakas. Genau. Ja. So. Nächste, Bierbach. Genussregion Mühlviertelalm, Weidegans. Sehr traditionell in Bierbach, seit 2006 Genussregion Mühlviertelalm, Weidegans, insgesamt 110 Genussregionen österreichweit. Start 1992 mit ca. 2000 Gänsen auf 11 Betrieben. Die Kaltenberger Bauernschaft zeigt auf ihren beiden Erntedank wegen, wie vielseitig der Stroh verwendet werden kann. Der Stroh erlebt wieder eine Renaissance, da es zu den ökologischen Baustoffen der Zukunft zählt. Wird der Stroh nach einer Verwendung nicht mehr benötigt, kann es einfach kompostiert werden und in den ökologischen Kreislauf zurückgeführt werden. Das gesamte Stroh auf den beiden Wegen stammt von Kaltenberger Winterrocken. Der Kaltenberger Winterrocken war früher in unserer Region weit verbreitet. In den 70er Jahren verdrängte Patrice Saat und Sorten den Kaltenberger Winterrocken zur Gänze. Am Würlinghof in Kaltenberg wurde glücklicherweise Gänzmengen dieser seltenen Getreidesorte wiederentdeckt. Und mittlerweile gibt es ihn wieder, den Kaltenberger. Recht herzlich, Weitersfelden. Altes Handwerk, Tradition. Besenbinden zum Beispiel braucht man junges Birken, Reisig und Weiden. Das Reisig wird ausgeschnitten und zum Teil geschält, da der Besen den Stiel durchgehend hat. Danach wird das Reisig getrocknet und gespaltenen Weiden gebunden. Dann gibt es Getreideschaufeln, Hacken. Das Holz wird Ahorn verwendet. Durchmesser mindestens 40 cm, Länge 1,5. Und eine Volkstanzgruppe ohne Spülen geht gar nicht. Servus, Erich. Begrüßen Sie ganz herzlich die Schublattler Gruppe St. Jörg am Walde unter der Leitung von Patrick Kern. Und natürlich den Spielmann dazu, selbstverständlich. Als nächstes wieder eine Mühlviertelalm-Region natürlich, und zwar herzlich willkommen, Liebenau. Die Liebenauer haben sich die Waldarbeit als Motto genommen, Gesamtfläche der Mühlviertelalm, 45.000 Hektar Waldfläche, 25.257 Hektar, davon 56% Wald. Zuwachs pro Jahr
220.000 Vorratsfestmeter. Verbrauch, Hackl und Scheiterholz, Heizwerk ca. 35.000 Schüttraummeter, private Haushalte ca. 65.000 Schüttraummeter, Scheiterholz ca. 60.000 Raummeter, genutzt werden ca. 25% des Zuwachses und 11 Nahwärmenetze. Auf dem Wagen wird die anstrengende Waldarbeit mit Axt und Zugsäge gezeigt. Alte und neue Forstbearbeitungsgeräte können bewundert werden. Den Rheinverband Mühlviertel am Pferdereich. Allen voran natürlich die Gehungskutsche aus St. Georg am Walde. Der Wagen steht Feldschmiede, Pony wird beschlagen, Los beschlagen, der Rode Kastenhofer, Huf ausschneiden, wegen Verletzungen und Verwucherungen, schauen, Eisen schlagen. Und das ist jetzt der Höhepunkt des heutigen Abends, und zwar des heutigen Nachmittags, der Erntekronenwagen. Höhepunkt des Festzuges, Erntekronenwagen mit 11 Erntekronen. Eine Erntekrone schöner als die andere. Jeder einzelne ist ein dankbares Zeichen für eine sehr gute Ernte. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Königswiesen, und ich möchte mal einen schönen Dank sagen an dieser Stelle. Der Schopf ist bereits das 9. Mal hier dabei. Er lernt bis jetzt jedes Mal den Erntekronenwagen begleitet oder kutschiert. Und ja, er war von der ersten Stunde, von der ersten Veranstaltung mit dabei. Einen schönen Dank, Herr Schopf, für diese Unterstützung einmal. Ja, auf dem Wagen. Jede Erntekrone ist schöner wie die andere. Und jede einzelne Erntekrone ist ein dankbares Zeichen für eine gute Ernte im letzten Jahr. Und es sind eben da die gesamten Ortsbahnschaften dort vertreten. Ich wiederhole es nochmal. Unsere 11 Ortsbahnschaften aus Bad Zöll, Haltenberg, Liebenau, Königswiesen, Mönchdorf, Bierbach, Schönau im Mühlkreis, St. Georg im Walde, St. Leonhard bei Freistadt, Unterweißenbach und weiters Förden. Thank you.